Ich grüße euch. Hier habe ich mal wieder eine Bluetooth-Box von Telefunken. Das ist der Bluetooth-Lautsprecher BS1005M. Kann man per Bluetooth, per Micro-SD-Karte, was steht hier noch drauf? Ich weiß es nicht. Wir gucken einfach mal rein. Und dann werden wir auch gleich einen kleinen Soundcheck machen, ist klar. Mal schauen, wie sich das Ding anhört. Ich hatte vorher den Bluetooth-Lautsprecher 1002 von Telefunken. Fand ich schon ziemlich cool. So eine Box in der Art hatte ich schon mal. Die gibt es auch von allen möglichen chinesischen Herstellern. Okay. Zack, einmal abgemacht. Upsala. Hier haben wir das Ladekabel. Hier oben sieht man Aux-In, DC 5 Volt und eine MicroSD-Karte. Dann haben wir hier unten den Akku drunter, 800 mAh Akku. So, dann gucken wir mal. Power on. Gucken wir mal, was wir da mal. Funktioniert er? Und er funktioniert. Er steht direkt auf Volume 31. Ist das das Höchste? Ist das Höchste. Und er sucht direkt nach Bluetooth. Okay, dann werden wir doch gleich mal gucken. Na, Handy. Mach, was ich dir sage, mein Freund. So, dann gucken wir mal. Bluetooth. Wie heißt das Ding? 1005M. Dann suchen wir mal nach dem 1005M. 1005M. Verbinden. Pairing läuft. Wie immer mein gutes Vico View XL. Top Handy für den Preis. So, und direkt an. Dann gehen wir erstmal so auf halbe Lautstärke oder ein bisschen höher. Zack. Gehen auf YouTube. Gehen da drauf. Das höre ich immer. Nein, aber ich will es von Anfang an hören, bitte. Danke. Nein, ich hab weiter gedrückt, das wollte ich aber nicht. Den wollte ich. Ich will keine Werbung. So, ja. Ich spiele euch jetzt erstmal ein bisschen Mucke auf voller Lautstärke. Könnt euch selber ein Bild von machen. Lautstärke, da vibrieren die Membranen ganz schön, es rauscht auch ein bisschen. Aber man muss auch dazu sagen, dass dieser Lautsprecher, ich bin jetzt mit der auf halbe Lautstärke runtergegangen. Man muss auch sagen, dass dieser Lautsprecher einfach mal nur 10 oder 15 Euro gekostet hat. Habe ich hier noch irgendwelche Daten für euch, die euch nützlich sein könnten? Ich weiß es nicht. Hier sind nochmal die ganzen Daten. Ich hoffe, man kann sie erkennen. 2x2 Watt RMS. Also nichts Großartiges. Reicht aber auf jeden Fall, um mal, keine Ahnung, meinetwegen bei der Arbeit ein bisschen Mucke zu hören. Jetzt werden wir nochmal ein anderes Liedchen spielen. So. Ja.
Lautstärke will ich jetzt nicht benutzen, weil es ist wirklich ein bisschen zeitweise, es kommt auf die Lieder an, sehr unangenehm. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich werde den Lautsprecher auf jeden Fall verlinken, wenn ich ihn finde, ist klar. Ihr könnt gerne einen Kommentar da lassen, meinen Kanal abonnieren, einen Daumen hoch da lassen, Daumen runter da lassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis denn dann. Ciao.